Alter. Ich begrüße euch zu einem erneuten Video auf meinem Kanal und endlich mal wieder ein Außendreh. In der Corona-Zeit ist das immer alles ein bisschen schwierig. Ich bin aber heute bei Westwood Truck Interieur. Und zwar die Jungs sind dafür verantwortlich, dass wenn ein LKW aus dem Standardbereich in einen etwas nobleren, luxuriösen Bereich wechseln muss oder möchte, und zwar werden wir jetzt hier mal mitbekommen, wie ein Innenausbau eines LKWs funktioniert, und zwar, wenn ausgeledert wird. Ihr kennt das von den Showtrucks auf den Autohöfen bzw. auf den Festivals, und man sieht dann immer die fertigen LKW. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Wie viel Liebe steckt da eigentlich drin im Detail? Und das lassen wir uns jetzt gleich von den beiden Jungs hier erklären. Die warten schon da drin. Bevor wir jetzt aber reingehen, möchte ich darauf hinweisen, ein super Gewinnspiel, wenn ihr Bock habt, was Tolles zu gewinnen. lkw-teile24.de. Das sind die Jungs, die über 100.000 Ersatzteile auf Lager haben, sei es Schmierstoffe, sei es für den Auflieger, sei es für den LKW selbst, Zubehörteile, Ersatzteile. Ihr bekommt dort an einem Punkt alles. Ja, bei lkw-teile24.de. Und die haben gesagt, okay, wir unterstützen dich bei deinem Video heute mit noch einem saftigen Gewinnspiel. Unter anderem könnt ihr zwei Pakete gewinnen. A, mit 50 Euro Gutscheinen jeweils. Dann hätten wir noch einen Kalender. Oh Junge! Ein super Kalender mit sehr attraktiven Frauen, die ich euch aber leider in diesem Video nicht zeigen darf. Dazu bekommt ihr natürlich noch eine Strickmütze, die ich gerade aufhabe, ein Cap, ein Schlüsselanhänger und, und. Also zwei geile Gewinnspielpakete, die ihr gewinnen könnt. Und so kannst du gewinnen. Klicke unten auf den Link zu LT24 und schreib mir hier unter dem YouTube-Video, mit welchen drei Zahlen die Vorwahl von LT24 anfängt. Und mit etwas Glück gehört eins der beiden Pakete dir. So, nun sind wir drin. Jungs, seid ihr da? Ja, wir sind da, kann man sehen. Da sind die beiden kreativen Köpfe. Hi, grüß euch. Hallo, grüß dich. Grüß dich, hallo. Ich bin der Marco. Ich bin der Wolfgang. Und was macht ihr beiden Schönes? Ja, wir machen beide schöne, exklusive LKW-Innenausstattung. Und ich habe im Vorfeld gerade schon mal reingeguckt. Das sieht voll krass aus, was ihr hier zum Beispiel hier an der Wand alles habt. Ich denke mal, das wird für den Innenausbau gebraucht, oder? Ja, also, ja. Das sind zum Beispiel übrig gebliebene Sachen, die man auch als Muster nehmen könnte für unsere Kunden, damit die mal ein bisschen Einblick haben, was man so verbauen kann. Ja, und hier haben wir so ein bisschen Dekowand von uns, haben wir selber ein bisschen was kreiert, eine Sitzhockerverkleidung beleuchtet und ja, hier von unserem Kapo ein schönes Kalender haben wir hier noch hängen. Und da haben wir auch gerade drüber gesprochen, ihr kanntet den Andreas Schubert, ja? Ja, wir kannten den ganz gut. Bevor die Frage in den Kommentar steht und sie wird nicht beantwortet, woher kanntet ihr diesen guten Mann, den Capo? Ja, den anderen habe ich persönlich kennengelernt, noch zu meiner Fahrerzeit, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich meine 2007, 2008 wäre das gewesen. Und hier, wir hatten immer wieder gesehen, getroffen, wie auch immer, auch zu Hause bei sich mal. Und auf verschiedenen Treffen, ganz explizit in Holland. Und das Schild, was da oben hängt, ist für uns ein absolutes Pflichtprogramm, weil wir wussten und wir wissen, diesen Mann sehr zu schätzen. Ne? Ja, der ist einfach. War halt in unserer Szene, ja. in der LKW-Fahrer-Szene, die bisschen was an ihren Autos pimpten, war halt der Andal. Vorreiter von allem. Vorreiter von allem, ja. Und nicht jeder hat seinen Humor verstanden. Hier, nein. Das ist eben so. Der eine versteht es, der andere nicht. Man muss ihn halt einfach kennen oder muss ihn gekannt haben, um zu wissen, wo man von spricht. Ne? Und das war halt einfach ein Mensch, der hat das Herz am rechten Fleck gehabt und immer einen geilen Spruch auf den Lippen. Und der hat dir auch zugehört. Der hat dir auch als Freund, als Kumpel, der hat dir zugehört. Da konnte der Tag sein, wie er wollte, wenn du ihn mal angerufen hast oder wie immer. Der war immer dabei. Der hat dich nicht irgendwie abgewiesen oder so. Ja. Also ich muss sagen, und der konnte mega klasse. Geil feiern. Ja. Super. Ja. Da haben wir Dinge erlebt in Lopik. Ne? Ja. Schön. Ja. Schön. Ein Fan von Eierlikör. Nationalgetränk, wa? Ja. Ein Fan von Eierlikör. Ja. Haben wir ab und zu mal, mal ein kleines Likörchen gekippt. Ja, ne? Ja, der war schon super. Ja. Lass uns mal damit anfangen. Ist dieser Job schon immer eurer gewesen oder habt ihr einen anderen nochmal ausgeübt? Nein, ich für meinen Teil bin selber 20 Jahre lang auch LKW gefahren. Und ja, ist quasi so, dieser Job ist halt das Hobby so zum Beruf geworden. Ich war lange bei der Bundeswehr und bin fast 30 Jahre auch LKW gefahren, Nahverkehr, viel Fernverkehr, und
Ja, habe auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Wie kommt man dazu? Ja gut, man lebt halt in so einem Auto und dann fängt man halt an, so ein Auto mal für sich aus umzubauen. Und da sind halt einige Leute gewesen, denen hat das gefallen, haben gefragt, kannst du mir auch mal was machen? Ja, und dann kommt eins mit dem anderen und dann ist man wieder im Metier drin. Das heißt, den LKW, den du früher gefahren hast, der war auch ein bisschen von innen aus verkleidet und so? Ja. Das hast du selber gemacht oder hat das die Firma bezahlt? Das habe alles ich bezahlt. Wie kommt man dazu, dass man sowas macht? Also, manche würden sagen, verrückt. Ja, ich sag mal, wir sagen, wir haben einen Dachschaden. Ja, ist einfach so. Wie viel Geld geht dabei drauf, wo du früher mal was ja, ich sag mal, bei, wenn man das für sich selber macht, dann hat Hochmut nicht so super Qualität, wie wir jetzt hier verarbeiten. Dann bleibt man ein bisschen auf dem Teppich, sag ich mal. Aber da habe ich auch schon damals gut 2000 Euro ausgegeben. Für mich, also mit Lampen und Interieur, sag ich mal, ist auch schon viel Geld für einen Fahrer, der sich das selber bezahlt. Ne? Und du? Ja, bei mir war das auch so. Also man ist halt Enthusiast. Oder ich bin halt auch damit groß geworden. Mein Vater ist 40 Jahre lang LKW gefahren. Und da bin ich halt eben da halt auch jetzt reingerutscht, sage ich mal, mit in diese Szene, ne? Oder ins Fahren an sich. Und dann hat man halt auch angefangen, sich das Auto schön zu machen. Und da waren halt irgendwelche Kollegen, die dann auch gesagt haben, oh prima, hier schön, wo hast du es her oder wo hast du es machen lassen und so weiter. Und ja, dann ging das halt dann los und dann hast du gesagt, ja, habe ich selber gemacht und ja, top hier, super, kannst du mir das auch mal machen? Und dann kam dann eins aufs andere. Dann hast du vielleicht nochmal Aufkleber gemacht, wie auch immer, wir machen ja auch Fahrzeuggestaltung und so weiter mit, also in unserem Programm, wir machen ja nicht nur Interieur, ne? Und so kam eins aufs andere und von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, man hat es halt immer nebenbei gemacht viel und jetzt machen wir es hauptberuflich. Ist eine richtig geile Sache, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und man auch weiterhin mit dem LKW noch verbandelt ist. Das ist ganz wichtig. Sagen wir so, dieses Fahrzeug, was jetzt hier steht, da haben wir annähernd 3 Wochen dran gearbeitet. Das will ich allein machen, wird. Alles gut. So gut. Passt. So, jetzt hier. So richtig den Boden verdichtet, ja. Aber so richtig, wa? Ja. Geil, ich will ihn rausholen. Ast rein. Achtung, Klapper. Ast rein. So, das war's schon. Ich hab keine Schraube. Ja? Was denn? Ja. Plus noch natürlich im Vorfeld, sage ich mal, Entwürfe gemacht für innen drin mit dem Digitaldruck, sage ich mal, was der Fahrer, was hier von Leute verlangen. Ja, das ist halt auch genau das, wenn Kunden jetzt anfragen, zum Beispiel, wenn die jetzt eine Innenausstattung gemacht haben wollen, da muss man halt aus dem Stegreif, muss wissen, was will der Kunde haben, wie soll das werden. Danach gestaltet sich das Ganze halt eben auch. Ne? Und dann sind halt eben dementsprechend die Stunden auch drin. Die ganze Vorarbeit, das ist auch recht viel. Man sieht jetzt im Endeffekt, oder ihr seht jetzt eigentlich auch nur das Endprodukt, was da an Arbeit drin steckt, unten drunter und so weiter und an Vorarbeiten, Materialien, die besorgt werden müssen. Wir haben jetzt bei dem Auto ganz exklusiv hier Mooreiche mit drin verbaut. Was ist denn so, ne? Mooreiche? Mooreiche ist ein Eicheholz, was im Moor gelegen hat, über Jahre hinweg. Die dann auch dementsprechend schwarz ist, ne? Also von der Farbe her. Und die Teile, die wir hier eingebaut haben, die sind jetzt 1500 Jahre alt. Also das ist schon sehr, sehr exklusiv. 1500 Jahre alt, ja.
Also schon sehr exklusiv, natürlich auch dementsprechend hochpreisig. Wir haben halt gedacht, in so ein Auto, in so einem Style muss sowas mit rein. Wir wollen da nichts irgendwie reinbauen, was dann eben ein bisschen angepinselt ist. Schwarz, sag ich jetzt mal. Ja, wir gucken uns das Auto auch noch gleich nochmal an. Das ist schon heftig. Haben wir mal eigentlich das? Ja, wir haben so ein Stück. So ein Stück haben wir da. Das ist jetzt nichts, was nachträglich gebeizt wurde, sag ich jetzt mal. Das ist halt ein Stück Holz, ein Stück Mooreiche, was eben diese Farbe von dem Moor mit angenommen hat, ne? Dieses Schwarze. Und das bestellt jemand und möchte es in einen LKW eingebaut bekommen. Ja. Oder aber diese Geschichte ist eigentlich eher auf unserem Mist gewachsen, sage ich jetzt mal. Weil wir hatten bei dem Auto ziemlich freie Hand. Weil der Kunde, wie viele unserer Kunden, sich das nicht so richtig vorstellen können, wie sie was machen sollen, wie auch immer, oder was reinkommen soll. Und die haben, was weiß ich, Betrag X und sagen dann hier, macht was dafür. Und dann machen wir uns halt eben Gedanken, wo kriegen wir was her, was kann man machen, wie kann man es gestalten, und so ist das daraus entstanden. Also wir können an Lederarten individuelles anbieten, vom Echtleder, sage ich jetzt mal, für Sitze kann man auch dementsprechend eine komplette Kabine mitmachen lassen, ist natürlich halt auch eine Preisfrage, über Kunstleder, was wir hier haben, verschiedene Dinge, oder halt eben auch Gardinen, Alcantara-Imitate. Alcantara in verschiedenen Varianten gesprenkelt. Dänisch Plüsch sowieso, eh klar, ne? Oldschool geht immer. Okay. Ja. Gibt viele, die mögen es nicht, aber ne? Wird mit Angebot, ganz klar. Und das sind halt eben die Dinge, die wir alle mit im Boot haben, und haben zusätzlich auch noch Wassertransferdruckgeschichten. Das ist so eher dem Wolfgang seine Sparte. Ja. Was ist da? Wassertransferdruck, hier haben wir so ein paar Musterfröschen, sagt man dazu, wo eine Grundfarbe lackiert wird. Wie man hier sehen kann, das ist so ein, wie sagt man, so poliert, so gebürstet. So ein Imitat ist das. Ist schwarz unterlackiert und dann wird das in eine Folie eingetaucht, die halt so wie so silber gebürstet aussieht. Und hier haben wir zum Beispiel zwei verschiedene Oberflächen. Hier ist ein glänzender Klarlack, wenn man das so sieht im Bild. Und hier ist ein matter Klarlack. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Wo man auch den Kunden zeigen kann, auch für Armaturenbrett, für Lenkradspangen oder für verschiedene Sachen, wo man die eintunken kann. Ist halt auch, sag ich mal, sehr schick, ne, sowas. Also man sagt, man. Ist natürlich auch keine billige Geschichte, aber ist halt ganz Exklusives. Ne? Ja. Sowas bieten wir auch an, das machen jetzt in dem Falle, mache ich das. Ja. Also deswegen sage ich ja, wir beide arrangieren uns. Da haben wir hier so ein paar Vorgaben, jetzt an Folien, die es schon, ich sage jetzt mal, fertig gibt, die wir natürlich dann dementsprechend individuell auftragen. Da haben wir zum Beispiel diese Folie hier oben auf einem Muster hängen. Das ist genau das, was du jetzt hier gerade eben gesehen hast. Wo sowas dann halt eben fertig getaucht ist, ne, und entlackiert. Das ist ja geil. Ja. Boah, krass. Ne, und das geht halt mit allem, ne, mit Holzdekor und so weiter, was wir halt auch schon viel gemacht haben bei Kunden in Fahrzeugen. Also das hier ist natürlich schon sehr hart, ne? Aber man kann einiges machen. Also ein LKW mit Felgen, wo das drauf ist? Ja, das haben wir ja. Ein LKW, glaube ich, dann wäre dann eher schon in, das würde dann schon in eine andere Richtung gehen, je nachdem, weiß ich nicht. Also das sind so viele Dinge, die hier, also das ist schon Hardcore hier, was hier drin ist. Carbon-Look. Ja, ne? Carbon-Look. Das ist jetzt nur mal eine kleine Auswahl, sage ich jetzt mal, von den Dingen, die man machen kann. Ne? Aber meistens wird halt eher so dieses normale Holzdekor und so weiter gefragt. Ne? Ja. Ne? Ganz dezent, edel. Also das hier ist schon hart. Okay. Ne? Wir haben Kunden, die sagen, gut, okay, wir wollen das jetzt also komplett abgeben in eure Hand. Macht einfach mal, das ist natürlich wunderbar. Dann muss so ein Kunde aber auch richtig Vertrauen haben. Ja. Ne? Also man kann ja einfach ein Auto abgeben, Betrag X, was ich, oder vielleicht noch einen fünfstelligen Betrag da investieren. Wie es hier jetzt auch der Fall ist, und dann sagen, hier macht einfach mal, wer weiß, was dabei rauskommt. Ne? Also Vertrauen muss schon da sein. Das wollen wir auch gleich von Anfang an, also nicht einfach nur, dass der Kunde reinkommt, ankreuzt, das will ich, alles klar, tschüss, bring's Auto her, wird gemacht. Möchte der die Originalteile mit übernehmen, damit wir die Farben, sage ich mal, jetzt bei dem Scania viel Anthrazit nehmen, damit man nicht so viel lackieren muss, ist auch eine Preissache. Und dann kann man natürlich, hat er in dem Fall ein V8-Paket mit Rot, soll man rote Nähte mit reinnehmen, oder möchtest du komplett von dem Rot weg, und so entwickelt sich dann nachher ein Auto. Aber ihr näht doch nicht die Nähte auch noch selber, oder? Ja, wir machen alles selber. Wir machen alles selbst. Also so nach Armaturenbretter und so weiter vernähen und machen. Also ja. Hier? Sticke, nein, hier na. Jetzt. Also hier nicht. Hier ist nur explizit die Werkstatt, wo alles komplett zusammenkommt, fertig ist. Also Fertigstellung, fertig gemacht wird, nicht fertig ist. Fertig gemacht wird, und wir haben halt dementsprechend in der Haus, der Wolfgang bei sich, ich bei mir nochmal extra in der Werkstatt, dementsprechend die Sachen, wo wir es vorbereiten können. So. Soll ich das erstmal aufmachen? Nee, ist alles gut. Gut.
So, wir haben hier, es fängt schon an, dass quasi die Tür, wie sagt man das, ist das hier? Ja, ist das ist geairbrushed. Geairbrushed. Die Tür ist geairbrushed, die ist jetzt nicht mit Wassertransferdruck bezogen. Das Motto dieses LKWs ist Fluch der Karibik. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich zuerst hinschwenken soll, damit man dafür Augen hat. Ja, also wie gesagt, der Fahrer wollte gern Thema Fluch der Karibik, Flying Dutchman. Und da haben wir halt gedacht, ist ein Piratenthema, ein Piratenauto, gehört auch ein Totenkopf, beziehungsweise eine Schatzkiste mit alten spanischen, wie heißt es noch? Ich komm mal mit hier rein. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also für uns war halt Duplonen. Wichtig. Duplonen. Ja, ja. Dublonen, Golddublonen. Ein Piratenfahrzeug braucht natürlich, oder dieses Thema von der Schatztruhe bis über Totenköpfe, Golddublonen. Wir haben hier sogar noch mal ein kleines Teleskop, so ein Marienteleskop, dass der Kerl sich dann auch auf der Baustelle dementsprechend seine Sachen ausgucken kann, bevor er da hinfährt. Das ist schon ein bisschen verrückt. Eigentlich, ja, hier, ist eigentlich, crazy, aber muss sein. Ne? Aber eigentlich darf man mit dem LKW gar nicht mehr fahren irgendwie, ne? Oder? Ja, so? Ja, ja. Und okay, ja. Da sieht man auch eben dementsprechend hier oben diese Einbauten mit dieser Mooreiche oder wo diese Waffenimitate, sage ich jetzt mal, aufgesetzt wurden. Dementsprechend natürlich auch ja, Waffen aus der Zeit, ganz klar. Und dann im hinteren Bereich halt eben auch den Digitaldruck, ne? Der mit dem Kunden. Das ist übrigens das einzigste Teil, was der Kunde wusste. Dieses Bild von dem Digitaldruck, was in der Rückwand ist. Ne? Das haben wir zusammen entworfen. Boah, das ist schon crazy. Das ist das einzigste, was er weiß. Und ja, den Rest weiß er erst am Samstag. Dann hat er hier noch Totenköpfe da in indirekter Beleuchtung. Ja, ja. Das Airbrush ist auch sehr schön oben komplett mit diesem Pirates of the Caribbean und The Curse of the Flying Dutchman. Das heißt ja normalerweise of the Black Pearl. Wir haben das jetzt hier nur umbenannt, weil ja der LKW von dem Fahrer The Flying Dutchman oder die Flying Dutchman genannt wird und deswegen ist es auch dementsprechend umgestaltet worden. Also das Ganze. Ach so, der LKW heißt Flying. Ja, das ist für ihn ist das die Flying Dutchman. Ja. Okay. Das Leder, was jetzt hier drin ist, Boden etc., das ist aber schon vom Hersteller noch. Oder ist das auch neu? Naja, alles. Das ist alles neu. Okay, Armaturenbrett, da ist ja alles abgenäht mit den Nähten, das ist alles gemacht. Alles nichts mehr Originales. Es ist jetzt überall hier Sky. Jetzt schwarze Sky-Leder verbaut worden, die ja. Roten Nähten. Die sind angepasst worden auf die Sitze. Also die Sitze ist das Einzige, was noch original ist in dem Auto. Und da haben wir uns komplett dran angelehnt, ne? Und alles andere. Und haben die Armaturentafeln hier bezogen. Boah, Wahnsinn. Und so weiter. Und haben das halt dementsprechend integriert, dass es nicht zu viel rot wird teilweise und an der anderen Ecke eben weiterläuft. Wie lange habt ihr hier dran gebraucht? Dran gesessen? Ja, drei Wochen. Ja. Na gut, der Auto ist ja jetzt fertig. 2,5 Wochen haben wir jetzt. Ja, ja. Also mit allem waren es schon 3 Wochen. Ja, mit den Vorbereitungen schon 3 Wochen. Die Spotlights sind ja auch neu. Alles. Der Himmel geknöpft worden dementsprechend. Das macht alles ihr alleine? Ja, machen alles wir alleine. Also das Auto ist komplett von uns selbst gestaltet und gebaut worden. So im Innenraum, wie es hier ist. Teile, die jetzt hier schwarz sind oder schwarz lackiert wurden, die geben wir natürlich weg in eine Autolackiererei, dass es halt auch vernünftig ist. Ne? Gerade Kunststoffteile, ja, ne? Die müssen eben genau perfekt vorbereitet werden. Ja, ja, das ist wichtig. Damit man da keine Schwierigkeiten bekommt. Ja. Und die Farbe auch hält, ne? Aber alles andere, das Zerlegen und alles und das wieder zusammenbauen und das ist alles, das sind alles Geschichten, die wir hier selber machen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich möchte nicht wissen, was das, also allein die Zeit, also jetzt jeden Tag 8 Stunden oder wie lange sitzt man da pro Tag? Weil irgendwann... Auch sonntags, ne? Ja. Ach so. Wir sind auch, gut, ich sag mal so, der Kunde will das Auto immer mal haben. Dann muss man halt mal sonntags morgens mal noch 2-3 Stunden... dann ist halt der Vorteil, ich wohne halt nicht so weit von der Werkstatt weg. Und dann fahre ich auch noch sonntags morgens, wo er seine kreative Ader dann zu Hause hat. Damit ich halt, sag ich mal, halt morgens noch ein paar Stunden sonntags morgens hier, ne? Hm. Ist halt immer eben so. Ja. Das ist schon Kunst, ne? Ja, Kreativität ist so. Ja, ne? Ist wichtig, ne? Also man muss da schon sehr, sehr kreativ sein. Ja, und ich glaube, das sind wir beide. Ne? Man muss da Bock drauf haben. Das sowieso, das man einfach, muss da richtig Bock drauf haben, ne? Das ist einfach, sag ich mal, deswegen, sowas kann man auch keine vermitteln. Da muss man einfach Bock drauf haben. Der Fahrer hat sich sogar noch ein Schlüsselbrettchen gewünscht im Staufach hier, damit er seine Baggerschlüssel aufhängen kann. Wie? Was für ein Ja, er hat ein kleines Schlüsselbrettchen gekriegt, der hat uns nochmal angerufen, jetzt gestern war das, vorgestern. Ja. Und hat noch darum gebeten, er möchte doch gerne für die Bagger, die er fährt, auf dem Tieflader dann, der hätte immer Schlüsselbunde und die würde er ganz gern, dass er das anhängen kann, während er die fährt, würde er gerne noch so ein kleines Schlüssel, also so ein Brettchen haben wollen.
in dem Außenstaufach, dass er die nicht in den LKW reinlegen muss. Wenn man eine Verkehrskontrolle kommt und der Polizist geht mit seinen Schuhen rein, kriegt er einen Herzinfarkt wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht, dass er so weit kommen wird bei einem Fahrer. Da wird die Waffe abgekommen. Hast du das hier auch mal gefunden? Ja, ich hatte. Ja. Kleine Schlüsselbrettchen. Abgenäht. Wollte unbedingt haben. Da haben wir uns ganz klar gemacht. Das war mal schwarz-rot abgenäht und dann passt das auch. Dann ist er auch zufrieden. Wahnsinn. Ja. Also, ich muss euch sagen, ihr seid echt wahre Künstler. Dankeschön. Danke. Das Endprodukt ist immer wieder, spricht immer wieder für sich. Ja. Ja. Bin gespannt, was ihr für in der kommenden Zukunft noch für Projekte habt. Ihr meldet euch bei mir. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Top. Oh, ey. Geh drüben rein. Hau mich weg. Hey, du musst es mal ganz kurz weg. Alter. Ich bin sprachlos. Marcel, das ist mein Auto. Oh, geil. Ey. Was habt ihr denn hier gezaubert, Wolfgang? Wir haben uns Mühe gegeben. Das ist mehr als Mühe. Ihr habt ja ein richtiges Piratenschiff gemacht. Ja, aber ein richtiges Piratenschiff. Da hat der Heili ein Auto, gell? Alter. Eine Kanone sogar. Ja. Alter. Und wie geht oben, Wolfgang? Was? Da? Das ist nur weiß dann, ne? Nein. Warte mal. Okay. Wow. Ein Piratenschiff. Alter. Also Marcel, das ist ein Auto. Ja, Ja, also das ist mehr als, also richtig geil. Ja, das ist mehr als geil, ja. Also das ist ein Auto. Ist das auch mal auf mir? Ja, da kannst du auf der Baustelle deine. Ja, Marcel, jetzt kann ich alles gründlich beobachten. Sag mal. Reingucken. Ja, damit ich weiß, ich. Alter, ey. Ihr habt euch übertroffen und ihr habt mich übertroffen. Vollkommen. Definitiv. Ich habe viel erwartet, aber ihr habt. Ja, ich kann es gar nicht. Was soll ich dafür tun? Euch knutschen, ne? Oder? Danke. Du hast hier sogar ein eigenes. Alles gut, dafür sind wir da. Also, ihr habt voll. Also, mehr als erwartet. Ja. Das sieht Wahnsinn aus. Also, wirklich Wahnsinn. Das Auto ist Wahnsinn.